man kann heute nicht sagen, ob sich der Strompreis nach einer Abstimmung, egal wie die Abstimmung ausgeht, verändert. Der Strompreis ist von vielen Komponenten abhängig. Die Netzentgelte selbst sind staatlich festgelegt. Ich glaube nicht, dass sich durch die vollständige Privatisierung der Netze oder den Beibehalt des Status quo irgendwas an den Strompreisen verändert. Es ist immer so die Frage, was man unter lukrativ versteht. Zunächst erst einmal muss die Stadt 1,5 bis 2 Milliarden Euro aufbringen, um überhaupt die Netze von Vattenfall zurückkaufen zu können. Das wird den Haushalt nicht unmittelbar belasten, weil man Schulden macht, aber man macht eben noch einmal 2 Milliarden Schulden. Die Initiative selbst geht davon aus, dass man ungefähr so 20 bis 24 Jahre benötigt, um diese Schulden abzuzahlen. Dann könnten eventuell Gewinne, die fließen, auch der Stadt zugutekommen. Experten sind da durchaus skeptischer und sagen, es könnte etwas länger dauern. Nein, also wer hofft, dass, wenn die Netze wieder der Stadt gehören, nur noch Ökostrom durchfließt, der irrt sich leider, weil der Netzbetreiber, und das wäre dann die Stadt, wenn sie zu 100% die Netze hat, verpflichtet ist, jegliche Art von Strom durchleiten zu lassen. Also derjenige, der Atomstrom will oder Kohlestrom will, wird nach wie vor auch Kohlestrom bekommen. Die Hoffnung ist natürlich, dass immer mehr Menschen auf Ökostrom umsteigen, aber in welcher Hand das Netz ist, ist letztlich egal.